Hallo ihr Lieben, hier ist Renate und heute gibt es nichts zu verlosen, nichts auszupacken. Ich wollte euch einfach erzählen, wie es mir so geht, was so passiert ist. Ich habe es ja schon neulich in den Kommentaren kurz angerissen und meine Schwester ist gestorben, am Tag nach Weihnachten. Unsere kleine Elfie ist auch gestorben. Unsere älteste Katze, die hatte einen Tumor im Kopf, einen ganz großen. Ja, und dann habe ich jedenfalls, ich bin natürlich sehr, sehr traurig, kann es immer noch nicht fassen, dass meine Schwester gestorben ist, 6 Jahre älter als ich, und hatten am Tag vorher natürlich jeden Tag telefoniert und ich hatte ihr noch gesagt, da muss zum Arzt gehen. Ja, hat es mir nachher versprochen, dass sie diese Woche zum Arzt geht. Aber es kam dann anders. Sie ist am 27. Ja, am Tag nach. Nee, sie ist auf den zweiten Weihnachtstag, genau, morgens ins Krankenhaus gekommen. Sie war hingefallen und musste ins Krankenhaus mit dem Rettungswagen. Ja, und am anderen Morgen war sie tot. Wir hatten sie untersucht, also multiples Organversagen. Ja, wie gesagt, man kann es nicht begreifen, ne, wie jemand dann so plötzlich aus dem Leben davon geht. Ja. Und dann habe ich jedenfalls aufgeschrieben heute Morgen, was so alles gerade besonders in diesem Jahr so passiert ist. Der Herr des Hauses entfernt sich, der war ja mit dabei, der weiß es. In etwa so die Reihenfolge, wie es auch passiert ist. Dass, ich meine, Corona haben wir alle, ne? Also wir haben nicht alle Corona, ihr wisst schon, wir leiden alle unter Einsamkeit und Furcht vor diesem Virus, und werden wir endlich geimpft und kennen wir alle. So, das, wie gesagt, ist jetzt nicht mein Schicksal, das betrifft uns alle. Es hat meine Mutter gar nicht gut getan, die war nämlich äußerst kontaktfreudig und ja, kam dann eben in Isolation. Meine Schwester und ich, wir haben uns sehr um sie bemüht. Ich habe jeden Nachmittag mit ihr gesungen, das wisst ihr ja alles. Und jedenfalls wurde sie so ab März sehr dement, sehr plötzlich sehr dement. Bis dahin hat sie es wunderbar verbergen können, und Anfang Mai war es dann auch so schlimm, dass sie auf die Pflegestation übergesiedelt ist. Sie war ja im betreuten Wohnen, hatte ihre eigene kleine Wohnung. Dann auf die Pflegestation. Sie fand das auch super, denn dort waren ja alle geimpft und sie konnte dann mit den anderen jeden Tag zusammen sein. Und die haben zusammen Spiele gemacht und gesungen und so. Also das war toll. Und Ende Mai hat sie sich hingelegt und ist nicht wieder aufgestanden und ist dann Ende Juli gestorben. Und war bis dahin leider auch wirklich sehr krank. Das war dann letztlich eine Erlösung. Aber natürlich, das war meine Mama und ist 94 geworden. Und vermisse sie natürlich sehr. Kurz vorher war dann hier die Flutwelle in Erftstadt und in der Eifel. Ihr wisst schon, naja, nicht nur in Erftstadt, in der Eifel. Also wir hatten nur den Keller voll Wasser und das war auch nicht so hoch. Es war nur Grundwasser, das war in einer Nacht, hat der Herr des Hauses alles rausgeschäppt, ne? Und gesaugt und, ja. Ja, und dann so ein Trockengerät da aufgestellt. Also das war alles halb so schlimm. Nur ums Rum war natürlich, wir lebten hier wieder auf so einer Insel. Wir hier oben, ne? Hier war fast nichts, ja. Und unten alles abgesoffen. Furchtbar, ganz furchtbar. Ja, dann ist meine älteste Freundin, also die war nicht alt, sondern die war genauso alt wie ich, nur 15 Tage jünger, die ist plötzlich gestorben, dann im Juli, kurz vor meiner Mutter. Das war auch ein Schock und das kann ich auch immer noch gar nicht nachvollziehen. Wir hatten uns ganz 3-4 Tage vorher noch unterhalten, ganz normal und am Telefon. Ja, und dann war sie tot. Ja, seit Mama tot ist, habe ich wieder vermehrt Panikattacken. In der Zeit, wo ich so funktionieren musste, hatte ich fast gar keine. Ne? Wo ich jeden Tag für Mama da sein musste, ne? Da hatte ich fast gar nichts. Da habe ich noch gesagt, eigentlich wundere ich mich, ne? Mit Corona und all dem und Mama.
Der ganze Stress, dass ich da so wenig Panikattacken habe. Aber hinterher ging es natürlich wieder los. Ja, und dann hatten wir relative Ruhe, haben uns so langsam dran gewöhnt. Und dann kam 6 Wochen Abend von Mama und Weihnachten. Ja, Weihnachten sehr traurig, sehr einsam so. Ne? Wir konnten ja nicht mal den Rest der Familie irgendwie zusammen sein. Ja, und dann stirbt meine Schwester dann am Tag nach Weihnachten. Das ist also wirklich der Superschock. Das ist. Deshalb habe ich die Taschentücher neben mir stehen, weil ich meistens, ja, deshalb habe ich mich auch heute ganz kräftig geschminkt, weil ich hoffe, dass ich dann nicht heule. Ja, und meine Cousine liegt auch im Sterben, unsere einzige Cousine. Tja, so ist das, ne? Und wir beide sind chronisch krank. Das ist ja lange bekannt, das wisst ihr ja auch. Ja, das habe ich alles mal aufgeschrieben und dann natürlich gleichzeitig habe ich eine andere Liste gemacht, was es alles so Gutes gibt in meinem Leben. Das ist nicht alles so, ja. Erstens, ich habe es ihm eben zum Zeigen gegeben und dann konnte er das gar nicht lesen. Also hier steht erstens mein weltbester Ehemann. Und dann sagte er, wer ist das, als ich es ihm vorgelesen habe. Wer ist es? Ich weiß nicht. Du bist das, mein Fels in der Brandung mit allen Lebenslagen. Ja, natürlich unser Sohn. Wir haben die Hoffnung, dass er demnächst vielleicht doch, hoffentlich, wieder nach Deutschland kommt. Sammy ist das zu langweilig, der geht. Natürlich unsere Tiere, mit Sammy und Snuggy und Ondine, die guckt mir da hinten zu. Ne? Mäuschen. Ach so. Ja, hier steht ja normalerweise ein anderer Stuhl. Der wackelt rum. Deshalb haben wir den eben beiseite gestellt und hier diesen alten Holzstuhl hingestellt. Und da musste er jetzt natürlich, da steht was, was sonst nicht da stand. Also geht Sammy dahin. Sammy ist so neugierig. Ja, natürlich den Rest unserer Familie. Also, den Bruder vom Herrn des Hauses ist mit seiner Frau. Meine berühmte Schwägerin, die ich immer in den Videos erwähne. Dann natürlich den Mann von meiner Schwester, andere Schwager, mein Neffe, unsere Nichte. Mein Neffe, unsere Nichte, das war jetzt gemein, ne? Unser Neffe, unsere Nichte. Beide mit Anhang. Und natürlich ganz viele, naja, nicht so wahnsinnig viele, aber richtig gute Freunde. Meine alten Schulmädels noch, ne, mit denen ich immer noch Kontakt habe und wir treffen uns in unregelmäßigen Abständen. Die eine, die schrieb direkt, als ich sagte, meine Schwester ist tot, da schrieb sie, du hast ja mich noch. Das fand ich so süß. Und meine Wahlschwester, die weiß, wen ich meine. Sie sagt jetzt zu mir, kleine Schwester, wie meine Schwester das bisher immer sagte. Weil sie war zwar 6 Jahre älter als ich, aber ich einen Kopf größer als sie. Und dann hat sie immer auch jedem vorgestellt, das ist meine kleine Schwester. Und dann die Leute immer, kleine Schwester? Ja, wie gesagt, sie und ich. Ja, und meine Wahlschwester, die ist nun wiederum einen Kopf größer als ich. Und deshalb sagt sie jetzt kleine Schwester zu mir, jeden Tag. Weißt du gar nicht, ne? Jeden Morgen sagt sie jetzt. Hallo kleine Schwester. Ja, und ganz viele, viele tolle Menschen habe ich über das Internet kennengelernt. Über den Tierschutz und hier über YouTube, über Beauty und Gelaber. Und also ganz viele tolle Menschen sind hier. Teilweise sprechen wir dann auch über E-Mails miteinander und ja, über die Kommentare. Und das ist einfach absolute Bereicherung fürs Leben. Und natürlich habe ich mein Basteln und den Katzenschutzverein, Kölner Katzenschutzinitiative, ne? Den haben wir. Ja, und ach ja, und nicht zu vergessen, Tierfreunde Chile, da sind wir auch sehr froh. Da haben wir zwei Hunde, Patenhunde. Patenhunde, genau so heißt das, Patenhunde.
Ach ja, nicht zu vergessen von meiner Waldschwester, der. Naja, und wir haben noch einen Patenhund. Wir haben noch einen in Griechenland. Bei Stray, Einsame Vier Beine, ja, wo wir Undine her haben. Vor fast 10 Jahren ist sie zu uns gekommen. Ja, fast 10 Jahre ist sie ja jetzt. Überlegt. Als unser Bernardiner-Mädchen Anna gestorben war, da haben wir, waren wir erst ein paar Tage weggefahren, als wir zurückkamen. Da wussten wir, das Haus ist so leer irgendwie. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch gar keine Katzen. Ne? Die alten Katzen waren gestorben. Ja. Der ist ja mit Max mit über 20 und Flecki, die war 16. Die hatte auch genau das gleiche wie jetzt Elfie. Kiefertumor bis hinterm Auge. Ja. Ach ja, und wir haben die vielen, 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 vielen Vögelchen da draußen im Garten, die man immer so schön beobachten kann. Und nicht zuletzt Musik. Ne? Ich singe ganz viel, nicht schön, aber gerne. Und ich liebe es, Musik zu hören. Alles Mögliche an Musik. Wirklich von Klassik. Ah, wenn ich Zauberflöte höre, da geht mir das Herz auf. Und viele Sachen. Und bis Hard Rock und Metal, aber nicht Death Metal, mag ich nicht. Aber so die Klassiker eben, die klassischen Metals. Ja, also es gibt ganz, ganz viel Gutes und Schönes in unserem Leben. Und deshalb Blick nach vorne. Diese Woche wird meine Schwester beerdigt, das wird nochmal ganz schlimm, ne? Aber es ist, wie es ist. Ich wollte es euch einfach sagen. Alles, was mir so durch den Kopf dazu geht. Wie gesagt, ich habe mich extra viel geschminkt, damit ich nicht, damit ich dran denke und nicht anfange zu heulen. Ja. Jetzt wisst ihr es. Gibt nichts zu verlosen, aber in anderen Videos. Ich wünsche euch alles Gute. Alles, alles, alles Gute. Hoffentlich wird es ein gutes Jahr für euch. Bleibt oder werdet alle gesund. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Ganz viel. Und jetzt kriegt ihr nochmal so ein Herz. Jawohl. Tschüss.